Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Skylands. Ich werde heute ein bisschen umräumen, denn ich möchte jetzt mit meiner Insel anfangen. Also mit meiner eigentlichen Insel. Und nicht mit der. Die ist recht klein. Und ich habe gehört, dass Echi vielleicht hier auch mitmachen möchte. Deswegen räume ich die mal lieber frei, die Insel. Was war das gerade für ein Bug? Was mache ich hier? Ist hier überhaupt immer drinne? Brazen, mein Sand. Muss ich mal kurz bei der kicken, weil das Problem ist, ich muss mal kurz meine ganze Insel umändern. Könnt mich ruhig nochmal anschreiben, wenn ihr drauf kommen wollt. Das war toll, das war so fest zu mir. Hallo. Kick mich einfach vom TS die ganze Zeit. Nicht nett. Die Maus, ich treib total gerade durch. Warum ist hier eine Kiste, Digga? Ich frag nicht. Lass mich schauen. Ja. Die ganzen Lutin-Folgen habe ich ja gemacht. Ich werde diese Woche auch wieder sparen, mein Opening. Natürlich werde ich auch öfters mal Folgen nebenbei bringen. Abhö. Wie soll ich's machen? So. Wie ich mir denke. Ich kann auch alle Kisten abreißen. Ich glaube, da ist nicht drin, ne? Ich glaube. Versuche diese Insel abzureißen, schön zu bauen. Weil ab jetzt will ich mir total Mühe geben und nur noch auf meiner Insel alles machen. Questbezogene Sachen und das immer, ja, an deiner Insel, in deiner Insel, bei deiner Insel, bei deiner Insel. Deswegen sage ich mache alles jetzt auf meiner Insel. Ich will erstmal keinen auf meine Insel einladen. Außer ich habe genügend Chestlocker, um alles zu locken. Alle haben Chestlock auf ihren Insel. Hallo? Internet. Jetzt wird. Alle haben Chestlocker bei sich drinne. Also haben ihre Chests gelockt. Außer ich bin der Einzige, der das nicht gemacht hat, weil ich es nicht einsehe. Jo, was ist gerade für ein Delay? Ich habe auch mit Nachteil geschrieben. Er wollte nur, dass er auch ein bisschen Anfangs-Equip hat. Er hätte natürlich auch schön fragen können. Das habe ich halt nicht verstanden. Das ist alles geregelt. Er hat seine ganzen Sachen. Und vorne ist er nämlich oft total ausgeflippt, deswegen. Der ist sofort auf Dino gegangen. Hat die Sachen von seinem, glaube ich, Bruder oder so genommen und die von seinem Freund auf die Insel gebracht. Ich so, dein Ernst? Ich denke, gleich alles wieder weggenommen. Also, Nacht hat mir geschrieben, jo, was ist los? So, okay. Ich wusste jetzt nicht, dass er sie genommen hat, die Sachen. Mein Freund. Er hat einmal mit ihm geredet.
hat sich entschuldigt und auf jeden Fall mein anderer Freund ist einverstanden, dass wenn nochmal so eine Scheiße passiert, und ich weiß auch von welchen Leuten das passiert, weil ich sehe es ja von meinen Scoreboards allgemein vom Twitter-Account, wer was gemacht hat. Und natürlich ein bisschen bin ich sauer noch auf Nachteil, weil er meine ganzen Aussies hat. Ich hoffe nämlich bald die Pikmin Challenge. Ich bin nämlich Level 27. Bin noch 3 Level. Auf Level 30 bin, dann kann ich die Pikmin Challenge machen. Und die Rush ist voll. Boah, Alter, wie die Nerven da drüben. Viola! Hört mich nicht. Haben zu laut. Hä, was ist das? Hooves of the Soul. Why? Ah, es hat mir mal Dings gegeben. Ein Freund von mir. Sorry Leute für die Scheiße und Geräusche. Das wird sich nächste Woche, in der nächsten Woche, hab ich, werde ich auch mal einen Stream machen, ne? Soweit wie es läuft. Also wenn mein Headset mitmacht. Ich habe nämlich jetzt ein neues Headset und bei meiner Oma kann ich so mit auf dem Computer jetzt auch aufnehmen. Ja, und diese Hintergrundgeräusche tun mir sehr doll leid, wo ich gesagt habe, dass ich extra eine Aufnahme mache, aber ich habe hier kein Zimmer, wo ich in Ruhe aufnehmen kann. Ist auch hoffentlich nicht so schlimm. Ich habe aber eine Sache mir bemerkt. Ich hätte nie wieder Off Dimensions in meiner Ki in mein Kissen rumliegen lassen. Ich finde es aber nicht. Ich merke auch gerade, die ganze, ist aber schon jetzt die halbe Folge, besteht nur darin, alles aufzuräumen, umzuräumen. Wo ich das eigentlich hätte beim Mercy machen sollen. Mach's auch egal, ist ja ein bisschen so eine Quatschfolge. Jetzt komme ich noch hier ran. Jetzt kann's auch laut sein. Das hört man bis hierher. Es gibt Brüller. Ich muss den so machen, den Kühlschrank. Was waren? Ja, weil die rückwärts die LKW-Fahrer gewöhnt sind und haben denen die Möbel gebracht und die lassen sitzen fünfmal im LKW und lassen sich von der alten Oper einbeißen. Da haben sie das Auto kaputt gefahren. Dann schaffen sie den Kühlschrank ein, der Flugzeug ist alles aus dem Kühlschrank raus. Dann rudert alles drin rum, dann schreit er halt, pass doch auf, du blöd, Mann, du Hobbits, du Hobbits. Okay. Das war die interessante Geschichte. Ja. Ich wollte mein ganzes Video besteht gerade fast nur darin, die ganze Zeit Kisten umzuräumen. Ja. Ist ja auch gleich zu Ende. Also nicht das Video, sondern das Aufräumen. Da-di-dam, da-di-da, da-di-dam, da. Müssen noch alles sortieren später. Ich würde nämlich mal sagen, ich bin fertig mit Devil Insel. Personal Watches. You can buy another Personal Watches in 4 Tagen und 10 Stunden. Gut, werde ich machen. Kann ich nur bei 1 pro Insel haben. Diese Insel werden wir irgendwann mal schöner bauen, aber die hier ist jetzt wichtig. Ich denke mal, die Vögel und so reiße ich ab.
Jo, diese Office Center Challenge, ey. Ich war so lame. Invisibility Orb, Cookie Without Milk, Amazing Small Tree, Ignition Spell, Fresh Sky, Star of the Mortal, Soul Darkness, Lock Chest, Buckley Morton Apple, Cook Frozen Egg, Orphaned Box, Boss Egg. Weil, Boss Egg. Ah ja, da kommt Boss Egg raus, ist ja dieser Invisibility Orb, wusste ich auch nicht, was das ist. Cookie Without Milk. Amazing Small Tree auf halt durchgestrichen. Das ist total what the fuck gewesen. Ja, hier Lock Chest. Das ist eine Trap Chest gewesen. Cook Frozen Egg ist einfach nur ein Mystery Egg. Was du durchs Angeln also als Frozen Egg rausbekommst. Das ist total hammer gewesen. Hier. Ich hatte nur noch 3 Herzen. Ich bin nicht hier rum. Wollte ich mich hochbauen. Nicht geschafft, hab dann hier schnell noch OP-Kohl-Äpfel gegessen, hab ich dann hier hochgebaut und dann immer von hier oben geschlagen. Ich finde nicht, dass es gelohnt hat. Ich frag mich, was die Semi-Auto-Form ist. Place a Schematic into World Grid. The plug to activate. Es sieht nicht drin, was das ist. Mal zu sein. Es wäre schön, wenn ich wissen würde, was das für ganze Schematics sind, wie die aussehen. Was ist hier ist halt dieser komische Schematic-Bug immer, dass es mal als Einzelner platziert wird. Skip a community daily or select a challenge instead of completing it. The select a challenge. Oh Mann. Nein, mach ich nicht. Ich dachte, das bringt mehr. Denn ich habe ja diese Challenge in der Warzone. Gain 200 Combat Level in der Warzone. Und der Herr Nachteil hat mein Guillotine-Schwert geklaut. Wodurch ich nicht mehr guten Stuff in der Warzone habe. Jetzt muss ich schauen, dass ich mit Lane Equipped erstmal reingehe. Und wird was reißen. Reißen nichts, einfach nur versuchen was zu holen. Oh, hier ist ja Nacht. Hätte man jetzt nicht gedacht. Denke, dass ich diese Woche Level 30 werde oder eine Peak bekomme. Ich hoffe es. Schreibt in die Kommentare, ob ihr es. Ich denke, dass ich Big Challenge schaffe. Das mache ich nicht los. Warum will der mich killen? Ich hab nur Essen mit. Warum will der Dual Mode? Ja und? Ich hab nichts. Wow. Nein. Der singt damit mein Sag mir nicht, dass das irgendwas an der Challenge geändert hat. Nee. Doch. Mann, diese Assax mit ihren komischen Challenges immer. Deswegen hasse ich die Warzone, kann ich nicht das irgendwie überspringen? Das ist eine Aufgabe, die gar nicht geht. Komische Warzone Challenges. Keiner mag die. Ich will jetzt ausgehen, hier diese Hühnchen abbauen, diese Plattform schöner machen, vielleicht aus Erde aus einer fette Plattform machen und einen Berg bauen, wo mein Erzfarm drin ist. Ich will bloß nicht, was ich den Berg oder ich baue einen Atomreaktor, ja, Atomkraft, ja. Ich werde sehen, wie weit ich komme. Ich hoffe, dass wir diese Insel mit ganz Dirt voll klatschen. Ja, deswegen würde ich sagen, schon, liebe Freunde, ich weiß, dass es langweilig war, aber trotzdem, habt viel Spaß!